eben beschrieben hat, da ging es gar nicht um die einzelnen Maßnahmen, da ging es nicht um die grüne Plakette oder andere Kfz-Steuern, sondern ganz generell waren die unzufrieden und hatten das Gefühl, nicht von der Politik gehört zu werden. Aber die Politik hat ja wochenlang über diese Proteste gesprochen, hat ja sogar die Maßnahmen auch relativ schnell, zumindest einige, zurückgenommen. Warum haben die trotzdem dieses Gefühl? Also da kommt wahnsinnig viel zusammen. Ich versuche es kurz zu machen. Es gibt in der parlamentarischen Demokratie sowas wie ein Grundrauschen der Enttäuschung. Das lässt sich nicht vermeiden. Es sind immer Leute von Maßnahmen betroffen. Das ganze System. Es gibt in jedem politischen System ein Grundrauschen der Enttäuschung. Ist so gebaut, dass man unmittelbar nicht zur Wirkung kommt als Publikum. Das war auch schon immer so. Deswegen sagt man immer, die da oben machen eh, was sie wollen und so. Das kennt man ja. Ne? Was dazugekommen ist in den letzten Jahren, auch viel durch neue Medienformate, durch Social Media und so, ist, dass viel, viel sichtbarer geworden ist, wer alles enttäuscht ist. Das heißt, man ist nicht alleine enttäuscht, sondern man sieht auch andere beim Enttäuschtsein. Ne? Also Social Media kommen. Es geht am Kern des Problems vorbei. Es gibt auch mehr Menschen, die enttäuscht sind, weil eben mittlerweile aktiv Politik gegen die Interessen der Mehrheit gemacht wird. Das war vor einem Liberalismus nicht so. Die Löhne sind entsprechend der Produktivität gestiegen beispielsweise. Organisationen sind oft Friedhöfe enttäuschter Partizipation. Also die, wenn du 2,5 Millionen Arbeitslose hast und darauf nochmal wahrscheinlich eine ähnliche Zahl an Arbeitslosen, die zwar de facto Arbeitsloser nicht in der Statistik sind und dazu nochmal an Leuten, die zu extrem niedrigen Löhnen knapp über dem Existenzminimum schuften müssen, dann hast du nun mal viele Enttäuschte. Also was erwartest du? Anfang der 1970er Jahre hatten wir 100.000 offizielle Arbeitslose, 1 Million offene Stellen. Heute haben wir 800.000 offene Stellen und über 2,5 Millionen Arbeitslose. Also allein diese Zahlenverhältnisse. Heute haben wir mehr als dreimal so viele offizielle Arbeitslose wie offizielle offene Stellen. Anfang der 70er war es komplett andersherum. Da hatten wir 10-mal so viele offene Stellen wie Arbeitslose. Damals hatten wir Vollbeschäftigung. Heute haben wir Unterauslastung. Heute haben wir Massenverarmung. Also das hat doch nicht nur was damit zu tun, dass die Leute heute eher andere Betroffene sehen, andere Enttäuschte sehen, sondern dass es schlichtweg mehr Enttäuschte gibt. Hoffnung. Da sagt jemand was, gutes Argument, niemand hört zu, wird einfach abgebügelt. Ne? Ist auch oft Quatsch, aber trotzdem sind es Hoffnungen, beitragen zu können. Und dann ist es eben in den letzten Jahren jetzt verschärft so, dass es Protestunternehmerinnen gibt. Die AfD hat das sehr professionell gemacht, aber sie war nicht die Einzige, die den Leuten... Also, welcher NPC-Akademie kommt dieser Dummschwätzer? Also, was soll das? Was soll das? Ladet doch einen Ökonom ein, wenn ihr über Ökonomie diskutiert. Und kein Protestforscher, der da jetzt Leuten halt den Unwillen der Bevölkerung artikulieren oder die sich da zu Führern dieses Protests aufschwingen wollen, ob sie jetzt das sind oder nicht, unterstellt, Protestunternehmer zu sein. Also ist ja auch schon so, dass man den Querdenken-Leuten unterstellt hat, Verschwörungsunternehmer oder so ein Schwachsinn zu sein. Das ist ja unter der Friedensbewegung. Also das ist ja unglaublich. Was soll das? Das Gefühl geben, dass genau ihnen nicht zugehört wird. Den anderen wird nämlich zugehört, aber dir wird nicht zugehört. Ja, den Finanzkonzernen wird doch offensichtlich zugehört. Also wieso sind denn die Steuern für Superreiche immer weiter gesenkt worden? Wieso sind die Finanzmärkte immer weiter dereguliert worden? Wieso haben wir noch kein Trennbankensystem? Wieso kann man mit Carry Trading so viel Geld verdienen und während die Reallöhne enorm einbrechen? Das sind doch alles reale Probleme. Warum können Spekulanten die Rohstoffpreise so extrem durcheinander wirbeln? Vor allem die Nahrungsmittelpreise, die extrem wichtig für große Teile der Weltbevölkerung, auch für vor allem für die armen Teile der deutschen Bevölkerung sind. Warum gehen heute so viele Menschen zu Tafeln? Also das sind doch alles reale Probleme. Und es wird doch offensichtlich einer kleinen Elite zugehört und dem Großteil der Bevölkerung nicht. Das war übrigens auch schon 2015, 16 so, als die Große Koalition Armuts- und Reichtumsbericht rausgegeben hat. Empirischer Befund damals, hatte ich auf meinem Erstkanal in einem Video vorgestellt. Die Interessen der oberen 10% werden extrem stark bei der politischen Entscheidungsfindung berücksichtigt, die der unteren Hälfte der Bevölkerung fast überhaupt nicht. Also das, wie gesagt, empirischer Befund. Aber es wird ja nur das Gefühl vermittelt, dass die Politiker bestimmten Leuten zuhören würden und andere nicht. Das ist ja nur ein Gefühl. Nein, das ist die Realität. Dir wird nicht zugehört, weil du deutsch bist, weil du Mittelstand bist, weil du der kleine Mann von der... Ja, also außer weil du deutsch bist. Also ich glaube auch viele Leute mit Migrationshintergrund, denen wird nicht zugehört. Also das ist jetzt, glaube ich, nicht das relevante Selektionskriterium. Zu Geld oder Geld, das ist die Frage, ob dir zugehört wird oder nicht. Auf der Straße bist, alle anderen kriegen das.
Und in dem Moment wird dieses Grundrauschen quasi politisiert. Und das ist eine sehr, sehr explosive Mischung. Das beobachten wir gerade, weil sich das mit Politik auch ganz schlecht wieder einfangen lässt. Also dieses Gefühl, nicht gehört zu werden, da kann man natürlich... Gott, also es tut mir jetzt wirklich leid, aber ich habe da keine Lust mehr drauf. Ich will das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Nee, jetzt fragt der Sarah Wagenknecht. Hoffentlich sagt die jetzt was Intelligentes. Aber das war gerade so dumm. Das war... Also gibt es irgendeine Fabrik, wo NPC-Professoren hergestellt? Oder da war ja Forscher, keine Ahnung, ob der Professor oder nicht, mir auch egal. Also, wo kriegt man solche Leute her? Wo kriegt man die aus? Das war sehr interessant. Habe auch Ihrer Rede zugehört. Und da fand ich spannend, ich zitiere, da haben Sie immer wieder eingefordert, lasst uns pfleglich miteinander umgehen. Das sollten wir zu unserem Credo machen. Und das haben Sie auf die eigene Partei bezogen, aber Sie sprachen auch über das Debattenklima. Das sei roh geworden. Man müsse wieder Respekt für Andersdenkende haben. Und nee, das, was mich aufgeregt hat, war nicht, dass das dumme Aussagen sind. Wie gesagt, vom Lindemann hätte ich sowas erwartet, aber der hat... heuchelt ja noch Verständnis für die Normalbevölkerung, die unter der Politik zu leiden hat, wie er sie wahrscheinlich machen würde. Was mich aufregt, ist, dass hier die Wissenschaft oder irgendein Forscher vorgeführt wird, der uns hier angeblich irgendwas Neues erzählt, der aber nur versucht, diese Proteste kleinzureden und versucht, Stimmung zu machen. Also politische Agitation jetzt wissenschaftlich verpackt. Also sowas regt mich auf, weil das ein typisches Mittel von Propaganda ist. Und in der gleichen jedes autoritäre Regime in der Vergangenheit hat gesagt, es stünde für die Wissenschaft. Oder in noch früheren Zeiten, es würde im Namen Gottes sprechen. Also, das sind die gleichen dummen Begründungen. Rede nennen Sie dann, und da frage ich mich, ob Sie das wirklich so meinen, dass Deutschland die dümmste Regierung Europas hätte. Ist das dann dieser pflegliche Umgang und respektvolle Umgang, den Sie noch drei Sätze vor... wo kommen die 650 Zuschauer her? Also sollte Imp mich gerade geradet haben und ich das verpasst haben, dann vielen Dank. Ich weiß nicht, wo die ganzen Zuschauer herkommen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Imp. Dann hatte ich verpasst, dass du mich geradet hast. Ich habe gerade auf dem Bildschirm was anderes geguckt. Wie gesagt, folgt gerne Imp. Ich shoutoute den nochmal. Vorher eingefordert haben? Also... ich denke, wenn man sich einfach die Performance, die Entwicklung in unserem Land in den letzten Jahren anguckt, wenn man sie vergleicht mit der Entwicklung in anderen europäischen Ländern, rechtsextrem in Italien zum Beispiel. Ja, aber kein Land hat eine derzeit Viktor so Orban in Ungarn. Ja, aber da schrumpft die Wirtschaft nicht. Da verlieren die Menschen nicht so viel Einkommen. Das ist einfach, es sind wirklich Weichenstellungen. Das heißt, Ihnen wäre lieber eine Regierung wie in Ungarn oder in Italien? Ich wünsche mir, dass wir hier in unserem Land eine vernünftige Regierung haben, die vor allem wirklich auch die Interessen der Menschen in unserem Land vertritt. Das tut meines Erachtens die Bundesregierung nicht. Und sicherlich kann man sagen, das ist jetzt sehr, sehr harter Tobak. Aber ich meine, so empfinden es doch viele. Und es ist ja nicht nur ein Gefühl. Ich wollte auch gerne, was Sie vorhin gesagt haben. Nackten Zahlen, 4% Reallohnverlust 2022. Haben, dass es ein Gefühl von Unzufriedenheit gibt oder ein Gefühl, dass man nicht gehört wird. Es ist doch ganz real. Die Menschen spüren es ja in ihrem Geldbeutel, dass sie nicht gehört werden, dass die Politik sie und ihre Bedürfnisse ignoriert. Es gibt ja einfach immer mehr Menschen, die müssen sich einschränken, die kommen mit ihrem Einkommen kaum noch über den Monat, die haben Existenzängste. Das ist ja real, hat ja was mit realer Verteilung zu tun. Das ist ja nicht nur ein Gefühl. Ja. Und das ist das Ergebnis von einer Politik, die gemacht wird. Und ich kann trotzdem vielleicht das, was Herr Kump gesagt hat, aber auch ein bisschen das, was Sie gesagt haben, Frau Wagenknecht, mit einer Zahl unterfüttern, die ich in den letzten Wochen auch sehr erschreckend fand. Nämlich 82% der Deutschen sind unzufrieden mit der Ampelregierung. Das ist ja schon ein heftiger Wert und auch ein besonderer Wert. Herr Schneider, macht Ihnen das Sorgen oder nehmen Sie das zur Kenntnis und sagen, ja, das bügeln Sie schon wieder aus? Nee, das ärgert mich vor allen Dingen als erstes Mal, weil ich glaube, dass die Substanz bei weitem nicht so schlecht der Arbeit ist wie die Bewertung. An der Bewertung sind wir selbst schuld, also was die Kür betrifft und das Auftreten der Koalition. Hoffe ich, dass sich das entschieden ändert. Ich habe mich daran in den letzten 2 Jahren nicht beteiligt, sondern ich glaube, dass das der entscheidende Faktor ist, dass das Vertrauen in die Demokratie wieder zurückkehrt. Und das macht mir extrem Sorgen, insbesondere vor den Herausforderungen, die wir in diesem... Also, wie hat Volker Pispers mal gesagt,
Die Leute sind nicht politikverdrossen, sie sind politikerverdrossen. Oh Gott, schon wieder die Wissenschaft. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Tatsächlich für Demokratie einstehen und auf die Straße gehen und ihre Stimme und ihre Sichtbarkeit. Aber welche Demokratie, sage, hey, meinte Oligarchie? Ja, wahrscheinlich. Es okay, macht jetzt Spaß, wieder wählen zu gehen. Und das ist die Aufgabe der Politik, diesen Nein. Also das Freiberger Obermarkt zu holen. Das ist ganz schön viel. Man sieht es hier auch. Da steigen Sie gerade auf eine Obstkiste, glaube ich, und reden zu der Menge. Gegen was oder für was haben Sie eigentlich in Freiberg demonstriert? Also tatsächlich habe ich die Diskussion, die wir hier gerade führen, die Sie hier gerade geführt haben, mit großem Interesse verfolgt und muss feststellen, wir müssen uns fragen, wo wird denn eine Gesellschaft eigentlich zusammengehalten? Und tatsächlich ist das für mich auf lokaler Ebene. Und wir sind in Freiberg in einer Stadt, wo wir sehr hohe Umfrage. Wir können uns gleich mit ihr beschäftigen. Ah, da schreibt gerade jemand im Chat, Wahlkreisprognose Sachsen-Anhalt, das hatte ich auch schon mitbekommen. BSW bei, glaube ich, 23%. FDP, SPD, Grüne und Linke, alle unter der 5%-Hürde. Das ist eine sehr gute Entwicklung. Wir sollten uns alle ein Vorbild an Ostdeutschland nehmen, meiner Meinung nach. Die wählen schon seit geraumer Zeit viel basierter als wir und übrigens nicht mal rechter. Also es wird ja in den Medien immer diese Lügengeschichte erzählt, oh, die sind total rechts. Nein, die in Ostdeutschland, die wählen weniger CDU, dafür mehr AfD. Also sonst machen die gar nicht viel, und weniger FDP auch noch. Aber sonst machen die gar nicht so viel anders als hier in Westdeutschland. Und sie haben mehr Linke gewählt. Das heißt, sie waren halt sehr viel schneller enttäuscht von CDU, SPD, Grünen und FDP. Also den Altparteien, die Ostdeutschland deindustrialisiert haben nach der Wiedervereinigung und sie nach Strich und Faden belogen haben. Also die waren von Kohl ziemlich schnell enttäuscht. Und das ist eine schlaue Entscheidung, dann andere Parteien sich zu suchen. Also... Und jetzt wird das mit dem BSW, glaube ich, ähnlich laufen. Die Ostdeutschen, die sind da einfach schneller als der Rest der Nation. Und da sollten wir uns mal ein Beispiel an denen nehmen, meiner Meinung nach. Werte haben. Wir sind in ganz Sachsen mit hohen Umfragewerten der AfD nicht gesegnet. Und mussten tatsächlich feststellen, wir von Freiberg für alle haben auf einen Moment, wie Sie so sprechen, gewartet, der uns zusammenbringt und der uns so... vereint, dass wir sagen, jetzt lohnt es sich, etwas zu machen und jetzt werden uns Menschen folgen. Tatsächlich gibt es unsere Initiative Freiberg für alle seit 2019. Das ist jetzt komplett out of context, die Frage, aber Cannabis sollte nach Meinung des BSW legalisiert werden. Jedenfalls hat Sarah Wagenknecht, ich glaube auch, dass das Parteiposition sein wird, war ja auch schon bei der linken Position und alles andere wäre auch ein bisschen dämlich. Also diese Droge, die ist ja mittlerweile gesellschaftlich so weit akzeptiert, dass es dumm wäre, die noch weiter zu kriminalisieren. In Europawahlen haben sie sich gegründet und wir haben lange auf diesen Moment gewartet. Die Korrektiventhüllung war praktisch das i-Tüpfelchen, das war der Auslöser. Das war der Auslöser, um zu sagen, okay, die Stimmung, die wir hier haben, die tatsächlich schlechter ist als die... Also diese Enthüllung von Korrektiv beruft sich auf... anonyme Informanten. Also wenn Korrektiv zu der eigenen Enthüllung einen Faktencheck machen würde, würde da unbelegt stehen. Also das ist eine von den Anti-AfD-Protesten offensichtlich. Also ganz ehrlich, ich will über den wirtschaftlichen Absturz unseres Landes gerne reden, aber ich will jetzt nicht über, und auch über die Bauernproteste, die sich damit sehr stark beschäftigen. Ja, diese Anti-AfD-Proteste, wo teils noch Regierungspolitiker da waren, auch von den Medien peinlicherweise immer mehr interviewt wurden. Also das war ja wirklich absurd. Das war ja wirklich absurd. Also in welchen Ländern ruft sonst die Regierung zu Demonstrationen auf gegen die Opposition? Die dafür bezahlt werden, ist dieses Land. Gerade die Ostdeutschen haben sich 89 die Freiheit in Demokratie erkämpft. 2024 können sie und müssen sie verteidigen. Dafür müssen sie sich aber einbringen. Mhm. Und ich nehme gerade in den Kleinstädten die Demonstration. Gegen wen müssen die Ostdeutschen die Demokratie verteidigen? Gegen die Ampelkoalition? Ja, könnte man sagen. Also die Ampel missbraucht den Verfassungsschutz und politische Gegner. Die Ampel schränkt den gesellschaftlichen Diskursraum immer weiter ein, indem sie ihre Gegner zu Putin-Trollen, zu Rechtsradikalen, Rechtspopulisten, was auch immer erklärt. Aber ja, da müssen die Deutschen sich definitiv wehren. Aber ich glaube, Schneider versucht ja einfach gegen die AfD zu hetzen, die bei dieser Talkshow nicht anwesend ist. Jetzt ein bisschen komisch ist, wenn man die AfD-Proteste thematisiert, kann man ja von mir so eine Talkshow machen, aber dann nicht in den letzten 12 Minuten und dann nicht nur so eine Demonstranten reden lassen, sondern dann AfD-Politiker. Lade doch Björn Höcke einfach ein.
ladet ihn ein und konfrontiert ihn mit all den Vorwürfen. Ladet doch Björn Höcke und diesen Typen von Korrektiv da ein, den er letztens Sarah Wagenknecht hat diskreditieren lassen. Und schon können die debattieren. Also dann könnte ja jeder sehen, was an den Vorwürfen dran oder eben nicht dran ist. Es wäre so einfach. Rauszugehen, sich zu zeigen, aber damit natürlich auch angreifbar zu werden und ein bisschen aus der politischen Apathie rauszukommen, die geben mir Hoffnung für das Jahr 2024, nämlich dass es eine stabilere Demokratie auch wird, die nicht nur von wenigen getragen wird, sondern von vielen. Ja, ich möchte nochmal, Herr Kumpfer, auf die AfD gewählt, jetzt gerade vielleicht doch nicht. Ich glaube, der viel, viel wichtigere Effekt dieser Demonstration, und das haben Sie eigentlich schon angedeutet, ist, dass die Leute... Martin Sellner einladen. Ja, warum nicht? Also mittlerweile müsste er wahrscheinlich digital zugeschaltet sein, der hat ja ein Angebot bekommen, aber warum nicht? Also ich bin für freien Diskurs. Wenn man anderer Meinung ist als andere Leute, dann muss man sie im freien Diskurs stellen. Dann sollte man ihre Meinung nicht verbieten oder aus dem Diskurs ausschließen. Leute, die auf die Straße gehen, da zusammenkommen. Das ist sozusagen, dass es ein Gefühl für Selbstwirksamkeit gibt, dafür, dass man zusammen was tun kann, dass man ins Gespräch kommt, dass auch Strukturen, die es vorher ja schon gab, in ganz, ganz vielen Städten gibt es Bündnisse gegen Rechts seit Jahrzehnten schon fast, die so ein bisschen eingeschlafen sind, die sich nicht mehr getraut haben, die jetzt was auf die Beine stellen, die sozusagen so eine frische Kur für die Zivilgesellschaft. Und das ganz, ganz Entscheidende ist natürlich, dass man dem seinen politischen Eigensinn auch lässt. Ja, die Leute, die da auf die Straße gehen, gehen ja nicht nur gegen die AfD auf die Straße, die gehen ja zugleich auch dafür auf die Straße, dass sie das gerne schon anders hätten, ne? Und dass sie auch nicht das Gefühl haben, dass die AfD vom Himmel gefallen ist und so. Und das ist nicht immer bequem, das mag manchmal Widerspruch sein, den man ungerecht findet als Partei oder so, aber ich glaube, wenn man diese Demonstration als eine Aktionsform ernst nimmt und begrüßt, Arbeitsanreize. Ich freue mich darüber. Ich finde nur, Sie dürfen nicht ablenken davon, was die Ursachen für das Erstarken der AfD sind. Weil die Ursachen sind nicht, dass ein Großteil der Bevölkerung plötzlich ins rechtsextreme Lager abgedriftet ist, sondern die Ursache ist diese hohe Unzufriedenheit und die ist begründet. Und dieses Gefühl, die Politik kümmert sich, die Regierung kümmert sich um Menschen wie mich überhaupt nicht mehr, sondern bedient große, starke Lobbys. Und einen Punkt noch zu Ihrer Aussage. Frau Wagenknecht, natürlich, aber es ist doch eine Wahrheit oder es ist doch keine Wahrheit, wenn Sie sagen, Sie haben kein Geld. Es ist ja immer die Frage, wofür Sie Geld ausgeben. Und zu der Debatte, die ganze Debatte, Frau Wagenknecht, gehen wir jetzt nicht zurück. Ja, sondern ich will Frau Fichte fragen, die ja bei uns in der Runde sitzt. Dass bei Ihnen nichts ankommt. Frau Fichte, Sie haben dazugehört und ich habe das Gefühl, Sie haben den Kopf geschüttelt. Ja, Frau Wagenknecht, ich muss Ihnen leider wirklich vehement widersprechen an der Stelle. Wir dürfen zwei Sachen nicht tun. Wir dürfen nicht die Bauernproteste, die auch legitim sind, vermischen mit den Protesten, die jetzt auch in ihrem Hintergrund sind, München ist bunt und so weiter und so fort, die nach den Korrektiventhüllungen rauskamen. Weil diese Menschen, also die Bauernproteste demonstrieren auch für ihre Rechte und für das oder für ihr Geld, für das, wofür sie halt demonstrieren, meinetwegen auch gegen die Ampel. Aber lassen Sie uns nicht darüber reden, lassen Sie uns über die anderen Proteste reden, deren Teil ich bin. Und unser Ziel ist es eben nicht, gegen etwas zu demonstrieren, sondern genau wie Herr Schneider sagt, die Stimmung ein bisschen zu kippen und zu drehen, versuchen und für... Man muss gegen diese Regierung protestieren. Also die Politik, wie sie gerade gemacht wird, ruiniert unser Land, bringt unsere Wirtschaft zum Absturz. Nach der Verarmung der Bevölkerung. Natürlich muss man dagegen demonstrieren. Für etwas zu demonstrieren. Das heißt, wir sagen... Für eine gute Wirtschaftspolitik, für eine friedenssichernde Außenpolitik. Ende des Wirtschaftskrieges mit Russland, gute Beziehungen. Ende des Krieges in der Ukraine, Ende aller Waffenlieferungen und Geldzahlungen ans ukrainische Regime. Erster guter Punkt. Wir sind Vielfalt, wir sind viele und wir wollen eine etwas positivere Sicht auf die Dinge und wir wollen sie auch mitgestalten. Und tatsächlich ist es so, ich finde es tatsächlich besser, wenn wir zurückkommen zu dem, was wir schon haben, weil damit haben wir auch 70 Jahre gute Erfahrungen. Ich will noch, weil wir haben ja auch noch Frau Wischnitz hier sitzen, die sitzt im Publikum und deswegen will ich Sie auch noch mal fragen, Frau Wischnitz, diese Proteste, wir wollen ja heute so ein bisschen die Stimmung in diesem Land auch erfüllen. Und also ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, aber mich stört dieses Dazugesetze, Dabeggesetze und dann diese Frage von Leuten, die aus dem Publikum zugeschaltet werden und nicht einfach Leute eine Runde setzen und dann diskutieren lassen? Diese Proteste, die haben Sie ja sicher auch mitbekommen. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie sehen, dass so viele Menschen auf die Straße gehen? Ich war sehr
positiv berührt. Ich fand das toll, dass die protestiert haben. Und ich finde, ich bin ja auch ein Mensch mit Migrationsgrund. Ich fühlte mich richtig abgeholt. Also ich fühlte, meine Leute in Remscheid, die stehen für uns ein und die wollen mit dieser Politik nichts zu tun haben. Das fand ich toll. Mhm. Aber Sie haben ja auch verraten, Frau Wisnitsch, dass Sie leider selber nicht hingehen konnten, weil Samstag. Nein, aber ich habe meine Tochter geschickt. Ne? Die Tochter haben Sie geschickt. Herr Schneider, bei den Demos werden auch so Parolen gerufen wie ganz München hasst die AfD zum Beispiel. Wir demonstrieren nicht gegen etwas, wir demonstrieren nur für etwas. Das hätte die Frau eben gerade noch mal fragen können, als sie gesagt hat, wir demonstrieren nicht gegen irgendetwas. Ist das ein angemessener Ton? Naja, manchmal ist es bei Demos so wie in einer Fußballfankurve. Das ist ein bisschen ironisch und überzieht natürlich manchmal auch. Aber im Kern kann ich. Seid doch einfach ehrlich, ihr instrumentalisiert den Verfassungsschutz, um die AfD in Bundesländern als rechtsextrem einstufen und beobachten zu lassen. Also da jetzt so, man überzieht ja mal. Ihr betrachtet die AfD selbst als Feind. Jetzt tut doch nicht so. Das ist doch absurd, dieses schöne Geschwätze von. Das kann einen echt aufregen. Diese Selbstvergewisserung, die da stattfindet. Also man kann ja ehrlich sein. Obwohl, wenn man ehrlich ist, dann heißt es wieder, nein, wir gehören doch alle zusammen. Wir können doch nichts gegen die sagen. Wir können doch nicht das, was wir politisch die ganze Zeit machen und was wir in den Kreisen bewegen, auch ständig aussprechen, nicht in so einer Talkshow sagen. Also seid doch einfach ehrlicher. Gut nachvollziehen, sondern die ist zwingend notwendig, dass das Gefühl entsteht, in Teilen Deutschlands ist das da, dass diejenigen, die für den Nationalismus, die dafür sind, dass Rassismus in diesem Land. Merkt ihr es? Ich meine, er hat ja nicht mal was dafür, was gegen die AfD gesagt wird, sondern erstens ist er so vorsichtig, er nicht klare strategische Argumente, okay, wir lehnen die AfD ab, sondern jetzt versucht er auf emotionaler, auf moralischer Ebene dagegen zu argumentieren. Rassismus, Nationalismus, habe ich noch ein Schlagwort vergessen? Anti-Genderismus, Anti-Feminismus, was soll man dazu sagen? Also entweder ihr argumentiert inhaltlich, wo die AfD anders vorgeht als ihr, aber wirklich inhaltlich und nicht mit irgendwelchen moralisch aufgeladenen Schlagworten, oder ihr sagt aus strategischer Sicht, warum ihr gegen die AfD seid, was ihr gegen die AfD habt. Die wollen wir von den Futtertöpfen weghalten, die sind unser Feind. Deswegen benutzen wir den Verfassungsschutz, um gegen sie vorzugehen. Wenn wir das könnten, würden wir die Leute einsperren lassen. Oder es gab ja auch so ein Plakat, AfDler töten, stand da drauf. Also das wurde auch nicht weggeschlagen. Die Polizei ist dann eben hergelaufen. Da wurde sich dann hinterher damit rausgeredet, ja, das ist doch nur eine Aussage. Ja, also was soll man dazu sagen? Trotzdem macht man so eine Witze nicht bei so einer politischen Demonstration. Also, und dann wird hier noch dieser allgemeine Schönsprech bemüht und anstatt einfach offen zu sagen, was man inhaltlich gegen die AfD hat, könnte man ja machen. Aber man muss es natürlich so ausdrücken, als ob man moralisch auf der sich richtigen Seite steht. Herrscht und viele Menschen dieses Land verlassen sollten, nur weil sie eine falsche Hautfarbe. So versteht mich nicht falsch. Ich bin jetzt weder für noch gegen die AfD, mehr oder weniger, als ich es für oder gegen die Altparteien wäre. Aber ich kann diesen Schönsprech, dieses Schöngerede nicht mehr. Also einem Höcke, dem kann man zuhören, der hat eine Ideologie und die kann man kritisieren. Der versucht das nicht in 1000 schöne Worte einzupacken. Aber diese wollte jetzt schon wieder Propagandisten sagen, aber das ist ja noch ein Politiker. Die versuchen einem, das ist so in Watte gepackt, Euphemismen zu packen. Also ich hasse diese Art, sich auszudrücken. Aber oder Herkunft haben, dass dem was entgegengesetzt wird. Und aus diesem Grund, glaube ich, ist ein bisschen starker Tobak und auch mein Fangesang durchaus angezeigt. Aber es ist im Kern ist eine Selbstvergewisserung dieser Gesellschaft, die ein sehr hochpolitischer Moment ist. Die Zahlen zeigen das ja. Erinnert mich ein bisschen auch 92, als ich politisiert wurde, Rostock-Lichtenhagen, auch so ein Moment, wo einem erstmal bewusst wird, was doch tatsächlich Nebenfolgen hätte, dann wäre das vermutlich
begonnen und kontrovers auch. Und das haben wir hier in der Sendung, glaube ich, auch gespürt. Und das Jahr bleibt politisch natürlich auch spannend. Und das behalten wir im Blick. An Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, Frau Wischnitz. 666 Zuschauer sehe ich gerade. Ah nee, 668. Glück ab, wir sind nicht des Teufels. Ja, was soll man dazu sagen? Louis Klamroth zur Verwirrung bei, ist lange nicht so schlimm wie seine Ukraine-Propagandasendung, wo er Wagenknecht wirklich so übelst versucht hat zu diffamieren. Hier hat er das nur so mehr so durch die Hintertür versucht, so darzustellen, als wäre sie gegen den Mittelstand, obwohl sie das nicht ist. Wie gesagt, ein höherer Mindestlohn, 14 Euro, würde dem Mittelstand überhaupt nicht schaden. Also eine Steuererhöhung für die Superreichen würde dem Mittelstand auch nicht schaden. Da hat man halt diese ganzen Neoliberalen gehabt. Jetzt hat man nochmal die Wissenschaft und Anti-AfD-Proteste gehabt. Ja, was soll man dazu sagen? Ist halt alles andere als neutral. Wenn man mit der AfD reden will, über die AfD reden will, ladet eine AfDler ein. Wenn er über die Bauern reden will, wollt, ladet Anthony Lee oder irgendeinen anderen Bauernvertreter ein. Ja, aber oder ladet einfach mal Experten ein und redet nicht konkret über Parteien oder Organisationen, sondern wirklich grundsätzlich über die wirtschaftlichen Probleme, die wir haben. Ich meine, es gibt doch zig Talkshows. Da kann man doch in einer nur Politiker einladen. Dann hat man halt BSW, AfD, CDU, Grüne, die diskutieren miteinander. In einer anderen Talkshow hat man dann Heiner Flassbeck gegen Lars Feld und die diskutieren dann miteinander. Das würde doch gehen. Ladet doch, wie gesagt, eine Talkshow, zwei Experten mit wirklich grundlegend unterschiedlicher Meinung und die dann aufeinander losgehen lassen. Von mir aus auch einen Moderator weglassen und einfach nur die Themen vorgeben. Das würde viel mehr Erkenntnisgewinn bringen. Wenn man Politiker aufeinander losgehen lassen will, dann ladet von mir aus Politiker unterschiedlicher Parteien ein. Und lass sie gegeneinander gehen, aber dieses dazugeschaltete, da weggesetzte, da das verhindert eine vernünftige Diskussion, meiner Meinung nach. Wie gesagt, war aber immerhin nicht so schlimm wie die Ukraine-Sendung.